Freitagsgebet in einer DITIB-Moschee in Hessen. Politik ist auch beim Gebet ein großes Thema. Die Moscheebesucher sind auf Erdogans Linie. Das ist ein Gülen-Anhänger, das ist ein Terrorist. Die haben versucht, den gewählten Präsidenten zu stürzen. Du kannst mit denen kein Erbarmen haben. Seit dem Putschversuch in der Türkei wird in den Moscheen gegen Gülen-Anhänger gehetzt. Das hat ein ehemaliger Imam einer DITIB-Gemeinde am eigenen Leib erfahren müssen. Aus Angst möchte er nicht erkannt werden. In einer Nacht- und Nebelaktion sind wir geflüchtet aus der Moschee, weil wir dort nicht bleiben konnten. Ich hatte Todesangst für meine Kinder, mich und meine ganze Familie. Ich habe mich 2 Wochen lang in einer Wohnung versteckt. Ich habe immer noch Angst, dass jemand aus der Gemeinde mich irgendwo sieht und mich angreift. Ich versuche jetzt irgendwie Halt zu finden. Die Gemeinde war seine Heimat bis zum Tag des Putschversuches. Plötzlich heißt es, er sympathisiere mit Gülen. Eine Hetzjagd beginnt. Angeordnet von ganz oben an DITIB-Imame und Vorstandsmitglieder via WhatsApp. Liebe Freunde, ganz strikter Befehl vom türkischen Staatspräsidenten und Geheimdienst mit, alle Gülen-Anhänger sofort uns melden. Stimmung machen auch DITIB-Imame in ihren Predigten. Auch in Hessen hört der Gläubige solche Töne. Wenn in meinem Vaterland Krieg ausbrechen würde, wäre ich der Erste, der mit Stolz in den Krieg ziehen würde. Ich möchte nicht, dass Menschen mit dieser Gesinnung weiter hinter mir im Gebet sitzen. Sie sollen gehen. Wie kann eine solche Propaganda in hiesigen Moscheen stattfinden? Die DITIB ist der größte türkisch-islamische Moscheenverband. Er betreibt 900 Gemeinden in Deutschland. Laut Satzung ist er politisch unabhängig. Wir fragen bei der DITIB nach, wollen hören, was sie dazu sagt. Wir sind eine Gemeinschaft, die etwa fast 1,5 Millionen Menschen erreicht. Verbindlich ist, was der Verband öffentlich sagt. Auch sind Anhänger der Gülen-Bewegung nicht ausgegrenzt in unseren Gemeinden. Das sind Einzelfälle. Oder ist die DITIB doch nicht unabhängig? Ist sie politisch zu sehr mit der türkischen Regierung verwoben? Dass die DITIB von der türkischen Religionsbehörde Diyanet abhängig ist, zeigt ihre Organisationsstruktur. Da ist zunächst der DITIB-Beirat. Ohne ihn geht nichts. Satzungsänderungen muss er zustimmen und er schlägt die Vorstände vor. Er ist überwiegend mit Diyanet-Funktionären besetzt. Der Vorstand lenkt den Verein und ist gleichzeitig der Aufsichtsrat der Landesverbände. Auch hier haben türkische Regierungsfunktionäre Schlüsselpositionen. Die Imame der DITIB-Gemeinden sind Beamte des türkischen Staates. Sie werden von der dortigen Religionsbehörde ausgebildet und bezahlt. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand. Auch hier sind die Diyanet-Vertreter in der Überzahl. Die DITIB könne ohne die türkische Religionsbehörde nichts machen, erzählt uns auch der Ex-Imam. Politisch unabhängig sei sie nicht. Nach außen versuchen sie sich unabhängig zu zeigen, sind aber ganz und gar in den Händen von Erdogan. In der Moschee werden immer Flyer verteilt. Sie sollen Kundgebungen für Erdogan besuchen. Busse werden organisiert von den Moscheen. Weitere Belege finden wir im Netz. Hier heißt es, die Organisationen UETD und DITIB sind zuständig für die Mobilisierung und den Transport der AKP-Wähler zu den Wahlurnen. Auch in Hessen macht Erdogans Partei AKP Wahlkampf mit Unterstützung der DITIB. Hier in der Zentrale gleich nach dem Freitagsgebet. Ein AKP-Abgeordneter spricht vor der Gemeinde. Mit dabei auch DITIB-Landeskoordinator Dogruer. Trotz all dieser Belege besteht er darauf, die DITIB sei politisch unabhängig. Ausschließlich in religiösen Fragen arbeite man mit der türkischen Staatsbehörde Diyanet zusammen. Wir profitieren von der Diyanet, der Religionsbehörde in der Türkei, und sehen die Diyanet als unsere theologische Heimat. Der Chef der Diyanet und damit oberster Religionsverantwortlicher der Türkei äußert sich nach dem Putsch so. Wer Kontakte zur Gülen-Bewegung hat, arbeitet nicht mehr für uns. Deshalb ist die DITIB für viele Bundesländer als Ansprechpartnerin auch beim islamischen Religionsunterricht derzeit nicht tragbar. Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben Konsequenzen gezogen, die Zusammenarbeit auf Eis gelegt. Wir werden nicht zulassen, dass die innenpolitischen Konflikte der Türkei in Rheinland-Pfalz ausgetragen werden. Diese Staatsnähe hat sich gerade in den letzten Wochen und Monaten noch mal deutlich eben herausgeschält.
Die Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk hat die Zusammenarbeit mit DİTİB beim Religionsunterricht hier in Hessen unterstützt. Jetzt zweifelt sie. Der Grund: Der DİTİB-Landesverband Hessen hat im Juni seine Satzung geändert und sich noch abhängiger von der Türkei gemacht. Dadurch, dass die Situation in der Türkei momentan eskaliert, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte außer Kraft gesetzt worden sind und der Einfluss, der aus der Türkei nach Deutschland stattfindet, ebenfalls nicht mehr kontrolliert werden kann, ist es wichtig, dass die Landesregierung mit dem Landesverband ernsthafte Gespräche führt, a, abfragt, was mit der Satzungsänderung für Einflüsse stattfinden jetzt und b, wenn es keine zufriedenstellenden Antworten gibt, dass diese Zusammenarbeit auf Eis gelegt wird. Wir fragen nach beim hessischen Kultusministerium. Auch hier sei man besorgt über die Entwicklungen in der Türkei, wolle jede Einflussnahme ausschließen. Daher hat der Kultusminister entschieden, die Zusammenhänge zwischen DİTİB Hessen und DİTİB Köln, Diyanet und dem türkischen Staat zum Gegenstand einer erneuten Begutachtung zu machen. Wir sind gespannt, wie lange die Landesregierung in Hessen noch prüft, ob der lange Arm Erdogans bis nach Hessen reicht.